In der Stadt einfach gerade durch zum Tempel, richtig, wie in den meisten Städten. Ja, Mock-Tempel. Kann ich helfen? So, auch wenn die Priesterin bestimmt komisch geguckt hat, warum die Helden jetzt alle überall Rubinensplitter im Körper verteilt haben. Aber so ist das Abenteurerleben halt, da passieren die komischsten Dinge. Deswegen stiefeln die jetzt auch gleich wieder zurück. Osten war das, oder? Ja, hier ist der Typ, der die Ogre tot haben wollte. Das da ist die Mine. Düpp, düpp, düpp. Nee, Licht sollte reichen. Es war ja nicht wirklich schlimm hier drin. Es waren halt nur die... Ja, die Adern. Und die Gier. Das ist es primär. Haben wir das untenrum abgeschlossen? Ich guck mal ganz kurz. Nee. Müssen wir warten, ne? Oh, Mist. Wir waren gar nicht beim Schmied. Jedes Mal. Okay. Noch ein Grund mehr, die Edelsteine nicht anzufassen. Mit einer zerlöcherten Rüstung. Kick. Hier ist es echt einfach nur überall mit Edelstein vollgepumpt. Hier ist nichts anderes mehr. Also merken wir uns, wenn wir irgendwann zäh genug sind, so eine Edelsteinexplosion ordentlich zu vertragen oder wirklich, wirklich, wirklich dringend Rubine brauchen. Warte, hier ist gar nicht richtig, ne? Alles raus. Wenn wir wirklich dringend Rubine brauchen für eine Aufgabe oder so, dann wieder hier hin. Wie viele haben wir denn jetzt eingesagt? Steht das irgendwo? 5 Rubinsteine. Aber Rubine brauchten wir gar nicht. Wir brauchten Smaragde. Gucken wir uns mal hin. Gott der Mineralien. Ich bin der Gott dieser Berge. Wenn ihr mir 250.000 Goldstücke gebt, dann werde ich in den Bergen neue Edelsteine wachsen lassen. Nee, jetzt gerade nicht. Hier sind auch wieder überall. Ist das jetzt auch Rubine oder ist das einfach dieselbe Grafik? Rubinader, nein. Okay. Ja, also so können wir für Gold ganz viele Rubine bekommen. Und hoffentlich auch andere Edelsteine, Smaragdader. Ja, ich glaube, die brauchen wir. Mach dann doch mal den Tagesschutz. Wer hilft es, das zu überleben? Smaragdstein, einer. Oh, wie viele brauchen wir? 2. Das ist wie russisch Roulette spielen. Du bist ein Saphir. Brauchen wir Saphire? Sie funkeln. Okay, letzter. Ja, okay. Ja, merken wir es einfach östlich von Schlossblick sind mehrere Minen. Diversen Edelsteinen und es gibt diesen Gott der Mineralien, wo man für Gold neue Edelsteine bekommen kann. Auch wenn 200.000 jetzt ganz schön, 250.000 ganz schön happig ist. Also hätten wir, aber sollten wir lieber auf der Bank lassen. Ui, was haben wir denn hier?
quasi Wüste, nur keine Wüste. Ihr habt ein Barbarenlager gefunden. Zerstören? Jo. Und wir verbrennen das Feuer abermals. Ah, diesmal verschwindet sogar. Das ist gut. Hilft der Übersicht doch ein wenig. Das sind zwei. Ah. Ich wollte gerade sagen, es sind zwei Höhlen nur. Aber es sind anscheinend mehr. Du Licht ja zaubern. Das ist ein komischer Beholder gewesen. Ah, Diamant. Was können wir mit denen machen? Also schön ist schon mal sie zu haben, aber die irgendwie gegen nutzbare Edelsteine eintauschen wäre schon super. Also für Zaubernutzbare. Da gibt es bestimmt irgendwo auch noch einen Händler. Also ja, wie gesagt, es gibt eine... Kommt der Angriff her? Eine vage Erinnerung an jemanden, der es Markt oder Edelsteine haben wollte und wir hatten damals keine. Vielleicht ist das der und der will immer andere Edelsteine haben, je nachdem welche man ihm gibt, bekommt man dann generische Edelsteine zum Zaubern. Du zauber mal. Wunden heilen, dass du nicht gleich wieder umkippst. Ups. Wunden heilen macht fast gar nichts mehr. So, bist du ein Ogerlager? Nein. Ich bin Jock, Häuptling des Sardat-Stamms. Ihr dringt in das Land unserer Ahnen ein. Wollt ihr etwa mit uns kämpfen? Ah, jetzt gerade nicht. Oh. Habt ihr etwas, das uns im Kampf gegen Alama hilft? Oh, muss erst mal kommen. So, und dann schlafen wir. Und dann buffen wir. Und dann wisst ihr schon, was als nächstes kommt. Ja. Wir wollen kämpfen. Jetzt, wo wir eure Nahrung bekommen haben und schlafen konnten und so, dann, ja. Ich denke, ein Feuerball reicht. Ja. Ui. Achso, da ist der Anführer mit bei. Jock, genau. Du. Kältestrahl, der geht auch ganz durch, ne? Ja. Feuer, Feuer, Feuer. Zu wenig. Wir haben keine zwei Edelsteine mehr. Alles krass. Okay. Hier ist nichts. Habe ich die Scheiben gerade überlesen? Ja, vielleicht hatten die auch gar keine. So oder so sollten wir jetzt unsere Ruhe haben, was die angeht. Aus 5 Diamanten mache ich euch eine Waffe oder eine Rüstung. Das kostet 1000 Edelsteine. Aus 5 Saphirsteinen mache ich euch eine Waffe. Das kostet 400 Edelsteine. Ja, also hier haben wir schon mal Schwimmen verboten. Giftige See. Hier haben wir auf jeden Fall schon Möglichkeiten, Edelsteine loszuwerden. Also sowohl die Zauberedelsteine als auch die expliziten Edelsteine. Aber nicht auf die Weise, die ich gerne hätte, weil wir brauchen keine Rüstung oder Waffen. Nicht wirklich. Wir können Nakida hier eigentlich alles auch erledigen.
anscheinend. Nee, wir wollen viel lieber die Edelsteine eintauschen gegen andere Edelsteine. Das heißt, hier müssten doch bestimmt noch mehr von den Zelten sein. Was mit dir? Achso, du... Ach, wir sind direkt über Schlossblick? Ja. Okay, wir sind nicht so weit gekommen. Nee, aber hier sind keine weiteren Zelte für die anderen Edelsteine. Doch hier. Smaragdsteine. Also von links nach A. Von links nach rechts sind hier die billigen Zelte bis zu den teuren Zelten. Das heißt, du kostest jetzt nur noch 100 Edelsteine. Ja. Jupp. Licht zaubern. Ja. Ich hoffe, mehr ist hier nicht drin. Okay, wieder Saphira. Die Saphira war schon richtig, ja. Ich denke, wir sollten in die Stadt zurück und erstmal alles reparieren. Das ist sonst doch ein Ticken zu gefährlich. Passkontrolle. Okay, geht rein. Also es geht, wie man gerade sehen konnte, aber wenn dann doch mal jetzt ein schwieriger Gegner kommen sollte, dann würde er gleich wieder umkippen. Schaut, das muss ja nicht sein. Um. Also, reparieren Rüstung. Und einmal komplett hier durchklicken. Wie man gerade sehen kann, ist das Inventar, was die Rüstung anbelangt, auch schon ziemlich überladen. Oh ja. Ob sie die haben. Stimmt, die hatten wir noch von dem Turm mit, ne? Okay. Jo, das heißt, unsere Helden bleiben jetzt erstmal eine Weile hier beim Schmied. Reparieren alles zu Ende, identifizieren die tollen Sachen, verkaufen den Ramsch und erst dann gehen sie wieder raus und suchen nach irgendeiner Möglichkeit, die Edelsteine umzutauschen. Gegen nicht Gegenstände, sondern gegen andere Edelsteine. So, Messinghandschuhe, Platinschild, plus 12. Du hast ein Stahlschild, das ist noch plus 8. Okay, also Platin ist besser als Stahl. Das heißt, das Platinschild wandert rüber. Goldschild ist plus 10, aber kein anderer nutzt Schilde. Ah, doch du. Okay. Das heißt, Platinschild hierhin, Goldschild zu ihm. Die anderen Sachen verkaufen. So. Du, Eisenkram brauchen wir nicht. Schockkram brauchen wir nicht. Kristallplattenrüstung hast du schon? Plus 14 macht die jetzige und die Kristallplattenrüstung macht plus 11. Das heißt, die kann einfach verkauft werden. Gibt auch eine Kohle. Holzstiefel weg. So, Obsidianstiefel machen. Okay, also Obsidian ist das beste Material, nicht ihr Ebenholz. Ja, da haben wir den Zwerg falsch verstanden. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Und zwar... Ja, plus 5. Das heißt, du verkaufst mal deine Ebenholzstiefel. Und du deine Quallenstiefel. Und da kommen die Schuhe hin. Und jetzt sollte ich das schon mal verteilen, bevor ich vergesse, wer was bekommt. Also, Platinschild für dich. Goldschild für dich. Ablegen. Anlegen, die dahin, die dahin, die Lärmschilder weg. Dir fehlen noch ein paar allgemeinen Rüstungsteile, ne? Obsidianstiefel anlegen,
die auch. Was fehlt da? Ne, es sind fünf Symbole. Ah, du hast nur eins mehr wegen dem Schild. Ne, ist alles gut. Okay. Obsidianstiefel anlegen. Wieder rein. Schaut euch hier nur um. Verkaufen. Rüstung. Lärmschild weg. Holzstiefel weg. Silberkettenpanzer. Stahl wird besser sein als Silber. Richtig. 10. Ach, jo. Verkaufen. Weg. Lapis ist nur 7. Komm, nein. Das da weg. Gut. Silberhelm. Holzstiefel. Goldhelm. Macht. Plus 8. Ja, ich denke, dann solltest du... Also allgemein sollten sie lieber die Sachen tragen, die mehr Rüstungsklasse bringen. Weil wir Resistenzen ja schon ganz gut bekommen durch die Resistenzzauber bzw. den Tagesschutz. Das heißt, wenn wir merken, wir haben wirklich mit starken Gegnern zu tun, dann wird ja auch der Tagesschutz idealerweise gesprochen. Und dann passt das. Also den Goldhelm gleich noch anlegen. Platinschild... Hatten wir auch gesagt, dass der besser ist als ein Stahlschild. Okay, also Stahlschild verkaufen. So. Waffen. Bernsteinmesser. 5 bis 11. Ne, der kann weg. Weg. Accessoires. Platin-Skarabius macht gar nichts mit verkauft. Ogre-Gamer macht plus 8 Kraft. Glühendes Amulett macht plus 20 Feuer. Okay, also Eisen kann weg. Platin kann weg. Da müssen wir dann gucken, wer was bekommt. Hexen-Gamer macht plus 12 Spruchpunkte. Banditenring macht 10 Diebstahl. 3 Intellekt. 3 Punkte Intellekt macht jetzt nicht mehr wirklich so viel aus. Ja, das kann weg. Die Gemme können wir noch testen und das war's sonst hier. Okay. Bis bald. Was ist was? Hexengemme. Für Spruchpunkte. Noch ein Medaillons kannst du nicht anlegen. Ja. Du aber, oder? Ja. Kraftbrosche. Stopp. Schaut euch hier nur um. Was macht die Kraftbrosche? Ah, Widerstand. Okay, ich dachte, das wäre Kraft wie Körperkraft. Brosche und dann war es halt ein wenig unpraktisch für sie. Aber gut, wir haben das erledigt, alle schlafen. Jetzt nachgucken, ob wir wirklich nur so wenig Edelsteine dabei haben. Ja, wir haben 0. Okay, wie haben wir das denn bekommen? Also wirklich glatt auf 0 zu kommen. Zeig mal, was wir noch so eine Bank haben. Wenn wir dann die Bank finden, da geht's schon wieder raus. Die Bank ist komischerweise in der Nähe vom Tempel, oder? Ne, da ist der Tempel. Oh, da sind die Schuhe. Okay, in dieser Stadt ist die Bank wohl doch nicht direkt daneben. Milchbank. Wow, relativ nah. Hier ist euer Geld sicher. So, wir haben 1100 Edelsteine. Das ist wenig, oder? Lager erstmal Gold ein. 100.000
für Zinsen. So, dann abheben. Edelsteine 100. Die sind nur für den Notfall. Die sind nur dafür da, falls wirklich irgendwas ganz Böses kommt und wir müssen irgendwie wegporten. Dafür brauchen wir, glaube ich, auch Edelsteine. Oder um Tagesschutz zu machen, sowas in Richtung. Das wird nicht benutzt, um Schaden zu verursachen. Wir haben ja auch billige Zauber, die keine Edelsteine brauchen. Und derart leicht bepackt gehen unsere Helden jetzt los und schauen sich bei den Edelsteinzelten noch weiter um, ob da irgendwo jetzt jemand wäre. Nein, okay. Ob da irgendwo jemand wäre, der halt, ne, uns Edelsteine geben kann. Weil das muss hier irgendwo gewesen sein. So viel haben die Helden auf der Dark Side of Xeno nicht gemacht. Und ich kann mich ziemlich gut erinnern, dass irgendein Zeltmensch gesagt hat, hier, gib mir das und das. Also ja, das sind die Pläne für unsere Helden demnächst.